Ryan, wie die heißt, mach 3D-Bilder. Vielleicht machen wir 3D-Bilder, vielleicht können wir da machen. Das ist nämlich ein Filmausschnitt. Kappala. Dankeschön. Das steht an der Wirklichkeit. Ist er mal was? Machen wir so. Bild. Da unten drunter, neben dem Kühlschrank, rechts, links. Weiter zwar nichts finden. Oh. Es muss ein Video sein, wir müssen ein Video sein. Rechts neben dem Kühlschrank und dem Blech. Da kann man drauf. Das ist, pass auf, das Media Player Plugin. Du hast Windows XP 7, hast du ein 86, ist ein 64. Das ist normal Windows, da musst du jetzt nichts denken. Das ist, weil, das ist eine ganz tolle, das brauchst du normal, das macht dann nichts. Ja, mal schauen, was dann geht, wenn ich mal gebracht habe. Das ist nicht das Windows, oder? Aber das ist also hier, bin ich schon, aber dann geht. Dann kannst du normalerweise rauslöschen. Das kannst du, die kannst du normal, die kannst du rauslöschen, das sind immer. Muss ich mal ein paar Tage löschen. Ja, das ist, wenn man sammelt, Messi, du bist der Internet-Messi. Mann, du bist der Internet-Messi. Nein, ich bin nur der Internet-Messi. Sie auch. Wenn man sich nicht auskennt und niemanden anleitet, weil jetzt wenn wir nicht mehr kommen. Was hat ihr jetzt, jetzt schon wieder mit dem Firefox? Wo ist jetzt unser Kamerlein? Schaut, der muss ich jetzt jedes Mal, ich sehe das hier überhaupt nicht, da ist jetzt, ich muss jedes Mal da runterfahren, dass er mir auf und Zeug aufmacht. Weil ich keinen Platz unhabe. Das ist nicht nur, sondern das ist auch Firefox. Möchtest du gerne einen Kaffee? Gerne, danke schön. Google Chrome. Immer wieder Kaffee daher. Wenn das Plugin installieren. Schauen wir mal, jetzt können wir das wiederholen, machen die Zeit nochmal, die Arbeit macht sich mal laden. Machst du jetzt Google Chrome da vorne? Nee. Hier oder? Nein, ich mache hier kein Google. Du mal bitte jetzt machst du jetzt Kaffee. Wo kann ich den nochmal laden? Ist das nochmal laden? In der Zeit nochmal laden? Ich mache gerne nochmal neu. Das ist nicht gut, ne? Ne, pass auf, dann machen wir das dann einfach weg. Dann machen wir 3D. Laufende Bücher. Die Zahnräder, das ist da schön. Das ist ganz, ganz toll auf Seffenloh. Das gibt es auf 3D. Das gibt es. Das sind die Rot-Blau. Rot-Blau. Das ist die, nee, das geht um so. Schwierigkeit. Also ich hatte früher mal einen Doktor, ich wollte eigentlich nur reden. Bei mir ändert sich das auch immer. Also ganz, ich hatte früher 3D-Kunde, ich habe 8 nicht, ich habe die Dinge angeguckt, dann haben die sich aufgefallen. Zwischendurch habe ich mal rumgeschissen. Ja, wie haben wir von mir halt jetzt von mir Klicks? Dann habe ich die alle geordnet, wobei das alles aushalten. Ich kann ja alles machen, weniger das alles. Nein, das ist doch ein bisschen. Nein, das ist ja auch. Das ist spannend. Das ist ja gleich. Können wir machen. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist immer wieder Kapple. Wir brauchen es auf YouTube, wir brauchen es auf YouTube. Schau, ob das irgendwo YouTube ist. Süßes? Haben wir irgendwie YouTube? Hast du YouTube irgendwo? Hast du YouTube? YouTube direkt? So wie ich meine. Hast du das nicht irgendwo abgespeichert? Lesezeichen? Kein Lesezeichen mit YouTube? Ah ja, dann macht das da irgendein YouTube. Ist egal, dass ich nur drauf bin, dass ich es nicht reingehen muss. Das macht nichts aus. Das ist das, wenn man vom Rego was kommt. Ja, das kannst du auch machen. Brauchst du einen Proxy? Proxy ist nur ein, gibt es bei Add-ons. Proxy meinte, ist es also hier bei Add-ons, wo du hier machen kannst, da macht er den Trick, weil das nämlich aus der Schweiz oder aus Österreich kommt. Und wenn du abfragst aus Deutschland, dann die Seite nicht aufmacht. Und wenn du das jetzt dann auf den Proxy drückst, das kann man installieren zusätzlich. Ja, wahrscheinlich auch drauf, dann drückst du. Dann hast du den. Na, das muss hier installiert werden in Ding. Wenn du das machst, dann fragst du dieselbe Adresse, aber er sendet es an den Computer irgendwo. In Singapur und aus Singapur fragt er aus Singapur ab und dann meinen die, dass der aus Singapur das anschaut und der macht es von Singapur, schickt die um die Ecke hin rum. So, nochmal zu mir einer ganz, ganz definitiv, wenn wir wieder Videos haben. Also mal ganz ehrlich, glaubst du wirklich an Gott? Und ich sage dann ganz ernst, ich glaube nicht, dann würde ich auch meine Fühlen.
Das bringt es auf den Punkt. Und jetzt, was jetzt immer wieder ist, mit ein paar Videos, die ganzen, die diese Phase war mit den Updates, dass ich immer und immer wieder sage, wenn mir Updates jetzt durchgehen, lass dich nicht abschrecken von der Musik, konzentrier dich, hör, versteh den Sinn. Du denkst dir jetzt den wieder aus und du wirst sehr schnell mitkriegen, dass es vollkommen in dem Kontext unmöglich ist. Ich habe irgendwelche junge Leute, diese Texte machen, das muss ihnen einfallen. Ja. Mhm. Jetzt muss aber zuerst einmal dir einfallen, das Video, und erst wieder 4 Stufen der Vergesslichkeit. Solange du materialistisch denkst, brauchst du jetzt eine logische Erklärung, wo das Video herkommt. Das heißt, du musst irgendwann vorher den Dickschimmer und in YouTube reingestellt haben. Ich sage, das ist logisch, aber nicht geistreich, weil das schon wieder reine Interpretation ist, was ist jetzt, du sitzt da und ich bin Lautsprecher angeboten. Und die Worte machen Vorstellungen. Und alles, was über das, was jetzt ist, hinausgeht, was du dir in die Vergangenheit denkst, ist nur deshalb, weil du es denkst, weil du dir das ausdenkst und weil du das um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Und wenn ich jetzt so Texte mache mit Udo Lindbergh und so weiter, machen wir mal den Udo, wo ich ja immer mit reinsetze. Der Lindenbike ist ja, ich wohne in der Lindenstraße, dann kann ich jetzt zwei Seiten machen, ohne das jetzt groß aufzufächern, dass wenn du rein den Udo Lindenbike, den du kennst, aus dem Fernsehshow oder aus dem Video, muss ich sagen, hier, das ist doch so ein zitternder Hans Kasper in mir, in seinem Alter, der ist doch permanent zugedröhnt, wenn er rumtanzt. Ich finde das nicht toll, ich bin ein alter Spießer, ich finde, für mich ist der nicht ganz Bachen. Das ändert nichts an dem, was aus dem Mund rauskommt, aber was die ja zweimal da machen kann, dass das nicht von dem kommen kann. Ja. Weil das ist auch ein totaler Depp, der macht vielleicht auch dieses und jenes hier. Und du merkst immer wieder, dass aber die eigentliche Quelle vor allem kommt erst einmal ich. Und ich wiederum, was jetzt da kommt, wenn ich mache mit der Adresse, was jetzt da passiert, da muss ich mich auch überraschen lassen. Und umso mehr du dich hingibst. Jetzt pass auf, wir machen mal, wenn ein guter Update schreibt, was ich Ihnen erzählt habe. Ich sage jetzt dafür, ihr wisst, wie toll das ist, ihr habt die verfolgt. Mit den Updates. Weil wenn man sich auflässt, auch mit den Filmen, selbst die Werbung. Denke mal, was ich hier mit ab, zum Beispiel die VW-Werbung, diese Sachen, die Bierwerbung, die Texte, wenn du nur hörst, geistreich die Texte hörst, wie die in einem Kontext euch wegblasen, die Becks-Werbung, aber nicht nur die Becks-Werbung, auch dann die VW-Werbung. Da die, war was Zahnpasta oder irgendwas war auch. Alles mit, was jetzt ist, VW-Werbung, wo ich gemacht habe, könnt ihr euch an die VW-Werbung, ich muss noch erinnern, nicht nur vom Ab. Dieser Aufbau, damit die Hunde noch, wo der mit dem Panzer kommt, die Schildkrötenhunde am Schluss kläffen. Wir bauen Sicherheit. Kannst du dich grob noch erinnern, wo dann die Hunde kläffen? Und jetzt ist es ganz einfach so, für mich jetzt mache ich wieder mal in Udo Raumzeit. Immer mal, wenn es denn geben würde, wenn ihr nicht denkt, ich lasse mal immer das mal, das einmal so stehen. Ich garantiere euch, ich habe noch nie irgendwie wild rumgesucht, dass ich gute Videos finde. Die Ariane sagt mal, wie findest du immer diese tollen Videos? Ich sage, hey, du hast die immer noch nicht begriffen. Ich bin's. Ich suche keine Videos. Ich mache die in dem Moment, wo die in dir auftauchen. Dankeschön. Soll es jetzt an Udo gehen beim Schreiben? Ich habe immer wieder gesagt, und da hat ja jeder andere, Michael, wo man mal bei mir war, den hat so im Vogel rausgehört, weil der zugeschaut hat und wollte ja auch den großen Meister machen. Weil ich gesagt, kannst gerne mal zuschauen, wir machen mal für dich ein BC, der hat was im Kopf, und dann kommt immer halt mal wild. Ich schreibe zuerst die Texte, ich habe einfach was ich euch mit, ich will euch was mitteilen, dann ist der Text, die sind ja oft im Kontext. Dann schreibe ich irgendwas, es fällt mir halt ein, ist eine Geschichte, was ich euch sage, da könnte ich jetzt nicht was drüber erzählen, die ich mir ausdenke. Wir bleiben ja mal in dem normalen Udo-Kontext, der macht was. Und dann schreibe ich zuerst den Text. Also nicht, wenn ich natürlich Textzeilen von einem Video mit anpasse, kommt das im Nachhinein, aber das ist ja immer ein Kontext, wo ich da meistens habe. Ne? Die sind ja nicht aus dem Blauen. Und das Einzige, was ich mache, ich nehme jetzt aus meinem normalen Text so einen Überbegriff wieder, wie ein Symbol, und dann gebe ich das da bei YouTube ein, dann drücke ich auf Enter. Und in 90% nehme ich entweder das erste oder das zweite Video und dann von dann steht ziemlich einfach rüber und es ist genau das, was ihr dann im Video, wo man sagt, wie passend findet er das? Ich habe noch nie gesucht, weil wenn er das will, dass ich das mache, es ist dem und gibst du dich hin und wie sage ich immer, jeder Moment, in dir auftaucht, ist dann der ist Beste. Und selbst wenn du an einer Autobahnausfahrt vorbeifährst und deine Idee ist so eine Scheiße, muss jetzt das passieren. Das ist richtig. Was da ist, ist gut, beobachte dich selber und diszipliniere dich. Was du verändern musst, ist, sobald du meinst, dass was schlecht für dich ist, ist es die Meinung deiner Logik. Aber das ist eh, es ist ja deine Logik, ist ja nicht deine Meinung, es ist ein Programm, das eine Handlung ist. Und das sollst du vervollkommnen. Und jetzt immer wieder, wo ich sage, was dich wachsen lässt, ist nicht Großmäuligkeit und Großsprecherei, sondern wirklich Demut und Geduld.
Auch nicht intellektuelles Wissen, das braucht man dazu nicht. Mhm. Demut ist wichtig. Deswegen muss ich aber nicht ein Arschkriecher werden. Mhm. Das ist immer, es ist ein Unterschied, ob ich meine eigene Meinung habe, ob ich rechthaberisch mit anderen rumstreite. Ne? Das ist immer wieder die Seite. Darum ist auch ich, wo ich immer wieder sage, ich diskutiere nicht. Das hat nichts damit zu tun, weil ich rechthaberisch bin, sondern wenn dir Holo Feeling für Neugierige schaut und er sagt hier, ich sage, jeder hat recht, das ist auch ein Gespräch, könnte ich sagen, miteinander wirken. Nee, so kann man das nicht stehen lassen, es hat nicht jeder recht. Und also, pass auf, ich diskutiere mit dir, weil ich mir von dir nicht ausreden lasse, dass du recht hast. Weil wenn ich sage, jeder hat recht, hast auch du recht mit deiner Meinung, dass nicht jeder recht hat. Ein bisschen. Und wenn ich jetzt mit dir diskutieren würde, würde ich ja mit Gewalt versuchen, dir auszureden, dass du recht hast. Aber das mache ich nicht, weil ich sage, es hat jeder recht. Auch, dass deine Meinung ist eine Sichtweise. Wie mit den Griechen. Alle Griechen sind... Das hängt sich in einem gewissen Maß und das bringt die zur Weißglut. Aber es ist auch ein gewisser Akt von Demut. Weil die meinen, die wollen einen Standpunkt rausstreiten. Und wie gesagt, jetzt, wenn ich vorher das ein Beispiel erklärt habe, und dann will immer noch an einen Standpunkt rausstreiten, dann sage ich, du hast mich nicht verstanden. Sechs Sätze am Thema vorbei, sagt die Frau Lehrerin. Und das ist immer wieder im Film, wo ich dann gerade die Schlimmsten sind die Studierten. Sechs Sätze. Da kann ich drehen und wenden, wie ich will. Das erzählt die so, ja, und der hat gesagt, das ist doch schon längst bewiesen. Wenn ich euch sage, das ist unendlich hämisch grinsende Gesichter, arrogante Dummheit, was die mir aus dem Raum kriegt, in hämischen Grinsen, in ihrer Arroganz, das ist recht, was ich für ein Depp bin. Und ich sage immer wieder aufgeregt, aber dann, das meine Freunde, wenn es was heißt, dann werde ich das Korrekt. Die meisten lasse ich eh links liegen, jetzt prinzipiell jetzt bin ich in einer Phase, wo ich mit denen gar nichts mehr zu tun habe. Aber wenn, da ist auch ein reicher Prozess, wo man auch in einer gewissen Demut durch muss. Und ich habe unten gerade gesagt, jetzt wenn ich überhaupt noch wo in die Schweiz, wo ich mir jetzt eventuell fahren kann, hältst du noch Vorträge? Es ist nicht. Ich werde nur mich in Arsch in Bewegung setzen. Die Gruppe jetzt hier merke ich, dass egal nahezu alle, wo da sind, sich nicht nur reingeblättert und vielen auseinandergesetzt haben. Und was ich jetzt spreche, habe ich zwar schon tausendmal gesprochen, aber dass ich was, da sitzt nicht einfach einer, weil er vom Kleinen einmal eins keine Ahnung mehr hat. Du weißt, was ich meine, und das, dann macht es mir mehr Spaß. Mhm. Verstehst du das? Darum habe ich jetzt auch nochmal das, was mir hier mit aufhört, den Weg, wo ich dir zeige. Auch das ist sekundär. Dieses Bewusstsein, das ich vorgehe, weil ich das, ja, das Ich, das mir jetzt zuhört, das muss wachsen. Das ist viel wichtiger als alles andere. Und das wächst, ohne dass du an dem was veränderst. Aber das wird sich trotzdem verändern, weil das, wenn du das die Substanz verändert, verändert sich die Spiegel. Du wirst immer ruhiger ran. Mario. Oje, oje. Ach Gott, ich finde es von mir. Wie lange dauert es? Das ist doch alles schon passiert. Das ist doch alles schon passiert. Das ist jetzt so schade. Wir dürfen gar nicht zweifeln. Das ist jetzt so schade. Ein Zentimeter. Da wäre ja nicht ihr. Ist doch so, oder? Das ist jetzt so schade. Das ist der Zweifel. Das ist jetzt so schade, dass ich. Weil das ist jetzt so. Irre Sachen. Also auch Texte. Nein, das ist die Adresse, die habe ich irgendwie doch so vergessen. Möchtest du einen Kaffee? Danke, nein. Ja. Kaffee? Ja. Da atmen wir die Wirklichkeit wahrnehmen. Denn wenn wir nämlich sehen können, wozu das Ganze tatsächlich dient, wüssten wir, wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir gehen. Und wir wüssten auch den Grund für alles, was uns im Leben geschieht. Was hat es also mit unserer Wahrnehmung auf sich, dass wir nichts erkennen können? Was hält uns im Dunkeln? Okay, lasst uns hier beginnen. Das ist die gesamte Wirklichkeit. Und hier vermuten wir andere Dimensionen. Ja, das ist ja bekannt, das weiß ich schon, aber ich suche mir das an. Was vor uns verborgen ist, was wir gerne erspüren das wollen. Da wäre es ja drin, aber wo ich gerade gehabt habe, das geht aber noch nicht wieder nicht mit dem blöden Aus irgendeinem Papier. Grund fehlt uns dafür das nötige Sinnesorgan. Da ist es für uns so, als existierte es gar nicht. Und was ist das Ganze? Grenzenlose Freude. Ewiges Leben. Völlige Erkenntnis. Und Verbindung mit der Kraft dieses... Die Serie solltest du abspeichern, die ist ganz, ganz genial. Die philosophische Kopfkino. Was ist das? Das ist eine Serie, kommt gleich. Ja, warte mal schnell. Philosophisches Kopfkino. Das ist bei YouTube. Das ist, ich hoffe, das ist die Serie, wenn ich muss ich schauen. Das ist.
ganz toll. Die sind nicht lang. Hier, schiebst du. Russisches Kopfkino. Super gut. Woody Allen sagte da einmal, das Universum ist bloß eine flüchtige Idee im Geiste Gottes. Ein ziemlich unbehaglicher Gedanke, besonders wenn man gerade die Hypothek für sein Haus aufgenommen hat. Gibt es einen Gott? Das sind klassische philosophische Themen, aber total lustig gemacht. Es ist leichter, eine Lüge zu glauben, die man 100-mal gehört hat, als eine Wahrheit, die man noch nie gehört hat. Weil das eine ist die total logisch und das andere ist, dass du mal fremd. Und das Bekannte. Ja, wo steckt der Kerl dann eigentlich die ganze Zeit? Warum glauben wir eigentlich? Und wie kann man das begründen? Gibt es einen Grund, warum die Welt überhaupt existiert? Einen Masterplan, den wir bloß nicht kennen? Schon die alten Griechen stellten sich damals Fragen über die Wirklichkeit des Wirklichen und das Sein des Seienden. Im Neudeutschen würde die Frage wohl eher so lauten: Wenn ich bin, muss jemand dafür gesorgt haben, dass es mich gibt. Aber wer oder was war das? Der Schöpfer? Ein alter Mann mit langem Bart, viel Lehm und guten Ideen? Wenden wir uns doch an einen anderen alten Mann mit Bart. Die Bilder mit dort schauen. Nietzsche zum Beispiel. Wir kennen doch alle den Witz. Gott ist tot. Nietzsche. Nietzsche ist tot. Gott. Was er eigentlich damit meinte, ist, dass die Menschen mittlerweile durch ihr Handeln die Idee, dass ein himmlischer Gentechniker eine Superrasse schaffen wollte, zunichte gemacht haben. Also, dass wir es gar nicht verdienen, an einen Gott zu glauben, der uns nach seinem Abbild erschaffen haben soll. Wenn wir uns selber aufführen wie besoffene Hinterwäldler auf Ego-Freizeit. Seit jeher versuchte man Wissenschaft und Glaube zu vereinen. Der italienische Mönch Thomas von Aquin hatte im Mittelalter einen unschlagbaren Gottesbeweis parat. Von nix kommt nix. Denn alleine die Tatsache, dass wir und die Welt existieren, heißt ja, dass alles irgendwann einmal geschaffen worden sein muss. Ein paar Jahrhunderte später bereitete Immanuel Kant diesem Spuk ein Ende, indem er diesen Schluss einfach umkehrte. Wie kann ein Mensch, der zum Spaß in Fahrstühle furzt, kleine Kinder von Tieren isst und Flugzeuge in Hochhäuser fliegt, eigentlich überhaupt eine Vorstellung von einem vollkommenen Wesen haben? Naja, er hat es damals etwas anders ausgedrückt. Aber was er meint, sollte klar sein. Ist Gott also doch unvorstellbar, als dass es sich beweisen. Es ist immer interessant, wenn ihr euch das anschaut. Die Adresse kann das Kopfphilosophie. Fakt ist, der alte Glaube wird immer uncooler. Es ist doch einfacher, Gott zu leugnen, als eine überirdische Macht, die sich nicht wissenschaftlich erklären lässt. Jetzt, wo wir alles Göttliche doch so erfolgreich auf den Katzentisch des Fortschritts verbannt haben, regt sich in uns oft aber auch ein seltsames Verlangen nach religiöser Erfüllung. Die einen fliehen in fernöstliche Glückskeksweisheiten, die anderen betreiben Wellness, bis der Notarzt kommt. Mal ganz unter uns, wir wollen glauben. Wir brauchen irgendeinen Grund, dass unser irdisches Festspiel nicht ganz für die Katz war. Wo wäre denn die Menschheit ohne den Glauben? Egal woher er kommt, waren Glaubensgrundsätze schon von Gauss der Vorzeit an auch immer einfach verständliche Gesetze, durch die ein gemeinschaftliches Leben erst möglich. Das ist also dieses philosophische Kopfkino, wenn der einen gibt, nur philosophisches Kopfkino. Wenn ihr euch merkt, nur bei YouTube, Philosophie, da kann man... Es gibt viele verschiedene. Unverstand. Das gibt es allerhand. Da kann man, findet es ja, ja, nicht immer. Verstand heißt ja nicht immer gleich verstehen. Und erst recht nicht vernünftig verstehen. Unverständlich. Immanuel Kant hat es jedenfalls so verstanden. Sachhaltige Erkenntnis vollzieht sich allein im Zusammenspiel von sinnlicher Wahrnehmung und dem Verstand. Und das ist jetzt der erste. Keiner. Auch ein Kant, was Kant definitiv ergibt unter einer der großen Philosophen, wobei die absolute Spitze der Philosophie für bewusste Philosophen ist Hegel. Was natürlich wieder hochinteressant ist, der sogenannte absolute Idealismus von Hegel ist bei Philosophen mehr oder weniger das absolute überhaupt, wenn einer geistreich denkt. Und das ist genau der Höhepunkt. Hegel kommt nämlich dann Feuerbach, Kant. Entschuldigung, vor Hegel kommt nämlich Feuerbach, Marx und dann kippt es in der oben voll in den Materialismus rein und macht die Schleife, geht die Schleife wieder nach unten. Das heißt, dass die Musterschüler von Hegel sind die Grundleger vom Materialismus. Das Umkehren, das kannst du alles schauen. Ich habe Ihnen ja gezeigt mit Rubinsteine, wo die dann Materialismus philosophisch, also jetzt Philosophieschiff beweisen. Und wenn du mit Holofilling das liest, die machen eigentlich das Gegenteil. Also du merkst, wenn es den Schreiber nimmt, sagt er, was nicht, was er spricht. Das ist ja lauter, es werden hier Absurditäten postuliert, dass das erste Mal, wenn hier kein Gehirn da ist, gibt es keine Wahrnehmung. Und das ist schon so aus der Luft gegriffen, ist schon das erste Dogma.
Ich sage definitiv, das muss aber ein Geist da sein, der sich ein Gehirn ausdenkt. Und es ist, Denken entsteht erst, wenn ein Geist ist. Das heißt, die Säugetiere, die Reptilien gehen an Land und erst mit dem Gehirn, was er sich so weit entwickelt hat, dass er diese Kapazität hat, jetzt kann man hier also größere Sachen sehen. Ich sage immer wieder, es ist ungefähr so, wenn du dir vorstellst, ein Haus wird gebaut und dann ist irgendwann einmal das Ding so weit im Grobbau fertig, dass Richtfest gefeiert wird. Und in dem Moment, wo Richtfest gefeiert wird, wo diese Größe, wo das Dachgeschoss so weit ausgebaut ist und Richtfest gefeiert wird, kommt der Architekt ins Spiel. Ist es nicht so, dass das dann mal ein Architekt da sein muss, der das Haus planen muss, bevor das überhaupt zum Bauen anfangen wird, dass man es aufbauen kann? Und das ist natürlich auch, wenn ich jetzt sage, was das leuchtet ja noch ein. Aber wenn ich dann immer, was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Lass uns mal hier den kleinen kleiner machen. Und wir gehen jetzt mal den Magie-Explorer. Der ist jetzt bestimmt schon offen. Oh na, warte mal. Ist wieder zu. Oder da? Warte auf hier. Nein, jetzt nicht, du machst ein neues. Schau, das ist jetzt die Dinger, sehe ich ja nicht, haben wir nicht Blockfinder. Ist der Geometrie-Explorer nur online zu benutzen oder auch? Nur online. Nur online, ja. Das spielt aber keine Rolle, weil du eh mal im Internet hängst nochmal zu Hause. Muss man jetzt da noch. Alle jetzt, ne? Das ist so. Du, Ali, pass auf, ich kann es überhaupt nicht. Wir stehen als Udo jetzt, wenn ich ja. Jetzt, ich habe ja den Firefox auch schon gehabt. Ja. Wir stehen, ich habe 4, 5 Mann, sie auch, wo ich sage, nimm Chrome. Ja. Da komme ich damit nicht zurecht. Der ist 100 Mal, es gibt nichts Einfacheres wie Chrome. Du siehst jetzt, dass ich weiß, wie man die bedient. Ich muss 25 Mal hin und her von Chrome. Ich habe nur geklickt, es ist sofort immer alles offen, was ich sehe. Ganz wenig, ohne Dreck, wo ich brauche. Ich sage, ich weiß nicht, wie kommst du dazu, dass du nicht zurechtkommst? Das ist ungeht, das ist wie X plus 1 ist neues X. Du siehst da vorne und sagst, nee, kenne ich nicht. Ich kann es schon ausprobieren. Der neue Firefox ist ein bisschen besser. Der geht in die Richtung von Chrome. Aber der Chrome ist so genial. Und wenn jetzt eine Komma hier mit ausspionieren und Zeug und war, dann muss ich sagen, es ist so lächerlich, weil all das konstruierst du dir. Ich sage, das ist mir so wurscht. Ich habe hier zwar, du brauchst einen Grobvirenscanner, wenn jetzt das Spinnerei ist normal, aber das Standard. Aber das alles gut Online-Banking mache ich eh nicht, weil ich habe kein Konto. Ich habe nicht einmal. Gut, und bei mir ist nicht viel kaputt, wenn man sich sieht. Hier, aber nicht einmal ein Konto. Das heißt, mein Konto kann ausrauschen. Bei mir lohnt es sich nicht. Das ist einmal, wir machen kein Konto. Und das ist, wenn einer mal einen Computer ausspielen geht. Ich habe überhaupt keine Geheimnisse. Ich bin dermaßen offen, wenn dann reden über alles, auch manche schockiert sind, selbst wenn ich Beispiele bringe, in einer Sexualität oder was ich sage. Es ist alles menschlich. Zerbrech euch den Kopf nicht. Du hast dir dein Programm nicht rausgesucht. Problematisch wird es, wenn du anfängst, hier Moral zu setzen und dir selber was vorzuwerfen. Ich bin homosexuell. Das heißt einmal, mit jedem Menschen ist eine eigene Sexualität verbunden, auch in Fantasien. Jeder hat andere Fantasien für sich, wo man gar nicht machen muss. Die gerade das Sex ja plus minus Polarität, was mit sehr viel mit Energie zu tun hat, ist das so überladen mit Symbolik, wo du irgendwann einmal, wenn du das dann mit Holofeeling, das wird natürlich erst, das verstehst du erst, wenn du eh das meiste schon rausgewachsen bist, aber im Nachhinein, das mit Holofeeling dann siehst, du sitzt und lachst dich krank, wenn ich sagst, so bin ich blöd, dass ich das nicht verstanden habe. Es sind so Kleinigkeiten, das sind, gib mir mal irgendwie erst eine Zigarette da. Nee. Nicht drehen, ich brauche eine normale von ihr. Das kann ich. Und? Ah, nein, was, ihr habt ja so viel Fantasie. Ich pass auf, Feindbilder mit Zigarette. Ich mache nur, ich nehme so ein Stäbchen in die Hand und sage ich dir, was siehst du? Ich sage dir, was ich sehe. Ich sehe deinen kompletten Lebenslauf, alles ist da drin. Wir machen das einmal ganz einfach. Das einmal, wir nennen das Ganze Zigarette. Und jetzt haben wir die Geburt Gottes, was ja auch Schiff heißt. Schiff wiederum macht diesen hier. Gar ist ein Reisender, der in der Fremde in der Land geht. Und zwar, das ist ein Zeit in der Zeit. Et. Ja. Tee ist der Wachzimmer, der Wachtraum. Wir können jetzt jedes Wort im Ding nachschauen. Stimmt das? Ja. Okay, jetzt schauen wir das einmal zuerst an. Und jetzt ist jetzt, wir haben hier, was uns gleich ins Auge steckt, wir haben eine gewisse lange Seite, die ist weiß. Und ein kleines Mundstück hinten, das ist gelb. Das Weiß, die Farbe Weiß im Hebräischen ist ja Leben. Okay. Leben heißt ja weiß. Das heißt einmal auch natürlich auch Ziegel und Backstein. Aber Leben ist das erste Mal weiß. LBN. Mhm. Und jetzt, das natürlich hier das Weiße, wo wir sehen, das Ich weiß, erzeugt mein Leben.
Was ich natürlich dazu brauche, ist, dass im Hintergrund irgendwo was gären muss, dieses Feuer. Das macht der Tabak. Okay? Ja. Ich könnte jetzt der Tabak, wenn du den Tabak machst, schauen wir zuerst einmal, wir können jetzt halt ich Tabak zuerst einmal als da. Schon haben wir ja gehabt, nein, das da haben wir doch schon ein paar Mal, das ist der Bach, die Loge, die Zelle, okay, und Bach heißt in dir. Ja, in dir. Erinnere dich auch, mach einmal Bach, da, Taf, Alef. Gut. Der Wachtraum, die Zelle, okay, Dienstzimmer, können wir jetzt noch die Loge, das heißt der Wachraum in dir ist da und back, gebackt ein, aber das wird er nicht machen, als Ding heißt nämlich in dir, weil das... Mit A. Nee, B-Kaff, löschen. Das wird er aber nicht mehr zeigen, weil das nämlich kein Einzelwort ist, B-Kaff. Hast du das in dir? Das gibt dich hier nicht an, weil das kein Einzelwort ist aus dem Wörterbuch, ne? Okay, aber back heißt in dir. Und wir haben den Backstein, das heißt so hier, du hast jetzt in einem gewissen Maße deinen Wachraum in dir, das ist hinter dem Leben. Der Wachraum in dir, aber der verbrennt, das Leben verbrennt. Das Einzige, was überbleibt, ist der Geist Gottes mit dem Bewusstsein der Polarität. Ich kann noch weitergehen. Du merkst jetzt, dass das ganze Leben, dieses kleine Städtchen, die dein Leben eigentlich schon wieder komprimiert wie ein Fraktal, wenn du die Worte aufrechts beschreibst. Alles, jede. Ihr merkt das physikalische Formen. Es baut über dieses System auf. Es ist eine rein göttliche Harmonie von Arithmetik, von Formen, Formeln und so weiter und so weiter. Ist es denn so, dass man jetzt sozusagen dieses immer gleiche Ergebnis aus allen Erscheinungen finden und um dann aus diesem gefundenen Ursprungsstand sozusagen eine neue Iteration was also das ist, sagst du mal, die Gnade macht, wenn man jetzt dich nimmt als Computer, was du schaffen kannst, hängt von deinem Intellekt ab, von deinem Wissen glauben, das macht die Bilder. Und da sind unendlich viele Möglichkeiten im Internet an Programmen, wo du rausladen kannst, dann kriegst du neue Bilder. Bloß, dass der menschliche Computer eben komplex ist, dass er nicht nur Bild und Geräusche macht, sondern auch Gefühle, Wärme, Hitze und so weiter und so weiter. Das Prinzip bleibt sich gleich. Und darum ist immer wieder, wenn einer sich nur in die Stille meditieren will oder was, das ist beides gleichzeitig. Ich kann, wo ich euch sage, wenn wir sagen, Tag ist Tag und Nacht leuchtet ein. Mhm. Gut ist gut und böse, haben wir auch. Wach sein, erwacht sein erfordert, dass Wachen und Schlafen gleichzeitig ist. Mhm. Mhm. Ja, ich kann doch nicht beides gleichzeitig. Ich lese die Selbstgespräche. Mhm. Das ist eben im Schönen. Es ist so, in dem Moment, wo du was wahrnimmst, in dem Moment, wo du deine Informationen wahrnimmst, das kann ein Geist nur, wenn er schläft und träumt. Nur wenn du träumst, siehst du Informationen und sobald du was siehst und wahrnimmst, ist es eine gewisse Form von Bewusstsein. Das ist jetzt aber nicht das, was man im klassischen Sinn der Traum ist, ja Kolon. Check erleben. Kolon. Kolon. Kol ist das Weltliche. Kol oder alles. Kol. Nein. Check. Das. Kolon. Kol. Das ist das Weltliche und mit einem M hin dran ist es der Traum. Schlumm. Okay? Kommt. Ja. Das ist der Traum, siehst du, stärken, träumen. Mhm. Das ist einmal das Erste. Und das ist jetzt eine Form mit der Kolon. Kolon, das ist mit einem Ende, dann hast du das Fenster. Ja, Schalom, und jetzt ist es also so, dass dieser Kolon des Träumen ist. Es gibt noch eine andere Radix für Träumen, die hast du sehr auf den Endsilben, wenn wir hier reingehen. Das war dann sehr, sehr interessant. Das ist die Radix, was hier übrigens in dem Wörterbuch im Langenscheid ist, das immer. Das ist die Grundradix NM. Wenn Worte mit NM, NIM oder N Waff M, du weißt I und Waff, enden, dann heißt es nicht träumen, sondern schlummern und leicht schlafen. Mhm. Das heißt, es ist dazwischen. Du träumst, obwohl du nicht ganz weg bist. Der Dämmerschlaf, dieses Halbwirkliche, schau, das ist jetzt nicht drin, aber wir schauen mal NIM. Also in Langenscheid sind alle drei NIM, N Waff M und NM. Sind alle hier mit Schlummern schleicht schlafen, also dösend schlafend. Siehst du? 15, 10. Und jetzt hast du eigentlich schon das Penim, das Innere, hast dein Wissen erzeugt jetzt dein Dösen, dein Schlafen, wenn ich P vorne nur als Wissen wegstelle, dein Wissen erzeugt dieses Dösen, das Schlafen. Du hast, pass mal, wir machen nochmal hier das Klassische, ist zum Beispiel, jeder kennt ja den Enosch. Wir spielen nochmal ein bisschen.
Jeder kennt ja den Enosch. Wobei es schade ist, weil, wie gesagt, das Wörterbuch klar ausreichend ist, aber der Enosch ist der Mensch, was es hier ist, kränkeln, abnehmen, schwächeln, vermenschlichen, ist sterblich, unheilbar, krank. Es ist eigentlich ein Schöpfer mit einer existierenden Logik. Wenn wir den Schöpfer wegmachen, okay, wir machen nur Nosch, und wir lassen diese existierende Logik, die existierende Logik etwas wahrnehmen. Und mit dem He hinten dran, die wahrnehmen. Dann fängst du an, jetzt vergessen zu haben, dass das du bist. Das heißt, der Enosch hängt eigentlich schon drin, du fängst jetzt an zu vergessen, der Enosch. Noscha ist vergessen, das ist die Vergessenheit, weil der Enosch lebt in der Vergessenheit. Weil er nicht weiß, dass das, was er sieht, er selbst ist. Immer was du siehst, jetzt kann ich aber wieder sagen, nee, das bist du doch gar nicht. Alles, was ich widerspreche, pass auf, Leute, ich sitze an einem Tisch und dann ist so hier, sage ich normalerweise, ich habe kein Problem, sage ich, jeden von euch in kürzester Zeit komplett aus der Fassung zu bringen. Wenn ich eingeladen bin, wo früher, Marian, habe ich immer gesagt zu den Leuten, wenn ich fremd war, angenommen, sage, kommst du nicht, mache ich jetzt nicht mehr. Und dann sage ich, pass auf, du kannst dir jetzt raussuchen, du hast Bekannte und ich biete dir zwei Möglichkeiten an. Wenn der Abend zu Ende ist und ich gehe raus, lasse ich dich jetzt wählen, dass deine ganzen Freunde hochgradig begeistert sind von dem Udo, das ist das Erste. Du kannst dir aber auch raussuchen, dass wenn ich rausgehe, dass die mich fast kündigen wollen und mir die Zähne einschlagen wollen, dass ich das größte Arschloch der Welt bin, suchst dir raus und ich werde dir zeigen, ich kann das komplett steuern. Ohne jetzt beleidigen zu wollen. Es ist nämlich ganz einfach so. Wenn du wirklich interessant sein willst, dann musst du einen schmalen Grat erwischen. Du musst das da mal gut reden sowieso. Du musst reden, interessant, was du für einen Menschen, wenn ich dir jetzt was erzähle, dass deine Logik nicht reibt, dass du nachvollziehen kannst, was aber für dich neu ist. Das heißt, was dir neu erscheint, aber wo sich deine Logik nicht reibt. Erzähle ich dir was sich deine Logik reibt, wirst du sofort negativ reagieren. Da ich deine logischen Systeme kenne, wenn ich aufmerksam bin, kann ich das genau steuern, wo die Grenze ist. Und wenn ich einem was jetzt erklären will, versuche ich nicht über die Grenze zu gehen, sondern immer interessant zu halten. Aber wenn ich jetzt will, wenn du willst, dass die sauer auf mich sind, und das war mal beim Professor Reiner, ist es klar gewesen, im Metzger eingeladen, er hat hier seine Studenten, seine Musterstudenten eingeladen, und das waren einige, die haben das Kegelbeispiel schon nicht verstanden. Also ich will von den Abend nicht erzählen, der wäre auch eine hochinteressante Geschichte, dass an dem Abend sich die Elke nach 10 Jahren das erste Mal wieder die Birne zugedröhnt hat. Weil sie sagt, das war der absolute Monsterabend. Die wollten mich lügen. Die haben mir Schläge angedroht. Der Rainer war fassungslos dran gestanden. Sein Arzt, sein bester Freund, seine Musterstudenten, die wollten was Gutes tun. Und wirklich, ich war übrigens nicht beleidigend, die haben nur dieses Dreieckbeispiel durch ganz geschickte Worte, haben die dermaßen, sind die so ausgerastet. Und das ist also, ohne dass ich beleidigt war, die sind dann beleidigt worden. Und wenn einer brüllt mich an und wenn ich nicht so viel Anstand hätte, würde ich dir jetzt die Faust ins Gesicht rammen. Und ich sitze ganz ruhig, ich lege ihn an und sage, was ich sage, hier ist meine rechte Wange und die linke Wange, schlach rein. Okay. Und du willst mir was von Liebe erzählen? Das ist war ganz schlimm, die haben das gar nicht verstanden. Und das ist genau diese Situation, wo du das steuern kannst, weil die Leute nicht bereit sind, über ihre Grenzen zu gehen. Jetzt pass auf, ich mache eine ganz kleine Zusammensetzung, wo hier ich das auch in Kurzform erzähle. Und da sagt einer so leicht, diese hämischen Gesichter, so leicht bringt man mich nicht aus der Fassung. Und weißt du, wo der abgestürzt ist? Weil ich behauptet habe, dass sich die Sonne nicht bewegt. Ich habe dann zu ihm gesagt, nur, pass auf, nur diese Kleinigkeit, dass sich die Sonne nicht bewegt. Nachher sage ich so, das ist doch bewiesen. Dann sage ich, pass auf, ich sage ja nicht jetzt, dass die absolute, ich sage, ich habe es noch nie gesehen. Also wenn ich hochschaue, die Sonne steht im Westen, im Osten, im Süden, wo ich hinschaue, ich habe noch nie gesehen, dass die sich bewegt. Oh, und die bewegt sich und die bewegt sich. Okay, sage ich, okay, ich will mit dir nicht streiten. Einigen wir uns drauf, dass sich die Sonne bewegt. Auch wenn ich es nicht sehe, ich bin so demütig, eigentlich drauf, nicht jetzt, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Ich bin damit einverstanden, dass sich die Sonne bewegt. Obwohl ich es noch nicht gesehen habe. Und dann warte ich eine kurze Sekunde, so, aber ich habe jetzt ein riesengroßes Problem. Ich habe in der Schule gelernt, dass die Sonne im Zentrum steht und die Erde sich bewegt. Puff, kippt schon wieder und das richtig gemerkt. Wir wollten in aller Gewalt, dass ich bestätige, dass die Sonne sich bewegt. Und ich sage, das ist so Blödsinn, merkst du, so was bewegt sich jetzt eigentlich? Und insgesamt sind das Konstrukte, sind Vorstellungen.
Und ich sage immer wieder, lass uns nicht reden über irgendwelche Meinungen, lass uns einfach bewusst machen, was jetzt ist. Zeig mir bitte jetzt die Sonne. Wo ist jetzt der Mond? Wo ist jetzt der Mond? Wo war der jetzt die ganze Zeit? Jetzt ist er einfach nur etwas, was du dir ausdenkst. Zeig es mir raus. Zeig es mir. Ja, das ist jetzt nicht zu sehen, weil du merkst, wenn du dein massiv dein Heliozentrik nicht hast, wo du alles, was du darüber hinaus konstruierst, konstruierst du mit diesem Glauben. Aber wenn man dir das jetzt nicht erzählt hätte, würdest du das dann auch sagen, du kannst die Bilder, die Vorstellungen nur machen mit dem Wissen. Ohne Wissen kannst du die Bilder nicht machen in dir. Du stehst und fällst mit dem Wissen. Bis jetzt greifst du immer aus vielen verschiedenen Möglichkeiten zurück, was ich an mir gedacht habe. Man so wie frei, wenn es Spaß macht, wenn du anfängst, selber zu denken. Das ist wirklich so. Die Planeten, die Irrläufer, Plane und in die Irre gehen. Okay, das haben wir nur Schönes. Und jetzt kannst du dich da, wenn du hin und her schwingst, wenn du zum Beispiel den Zaun machst, ne, ich habe ja schon gesagt, die Ahnen, das ist immer wieder, das, also, wenn du da spielst, wenn du das Prinzip einmal raus hast, dann wir machen mal ganz kurz. Lest da. Er hat der Finsternis ein Ende gesetzt und durchforscht bis zur äußersten Grenze das Gestein der Finsternis und des Todes Schattens. Okay. Katz ist das Ende. Ende, ja. Schau, jetzt hast du hier jetzt mal Ende, das äußerste Ende, Weltabschnitt, Untergang von Dornbusch, Grenze, Grauen, Egel, Überdruss, Widerwind. Das ist alles Furchtempfinden, egelnd, angeegelt, verdrießlich, seiend. Sommer, das ist Katz. Das ist, hast du meine affine Geburt. Was hat jetzt das All das findest du, weil das Katz auch Dornbusch heißt. So? In einem Dornbusch, Dorn ist wieder eine wissende Existenz. Du kannst immer wieder weitergehen, okay. Das ist nicht nur in dem langen Schatz, steht hier nur in der. Aber das ist jetzt alles, was du in Hebräisch-Wörterbüchern, wenn du die Dickern hast, auch findest. Ja. Das ist, wie gesagt, ich betone nochmal von Juden gemacht, wobei das viele Sachen, wo im Langenscheid, in dem Modernen drinstehen, stehen da, Hasa zum Beispiel, stehen da, werden da gar nicht erwähnt. Mhm. Aber du musst immer wissen, wenn das da steht, ist das in irgendwelchen Wörterbüchern, wobei jetzt das sogar Juden schrieben haben. Also, Scham. Scham, nur Scham ist richtig. Scham, jetzt hast du natürlich Name. Dort, da, da selbst, dann, Name, Ruf, Ansehen, Denkräume. Du merkst, weil all das bedeutet dieses Wort. Und du musst es irgendwann einmal einen Überbegriff haben. Und jetzt hast du die Finsternis, zu Finsternis, Chashak, hat man schon mal, wo ich sage, dass das hast auch dein Sinngefühl. Der Name, jetzt hast du es, der Name wird zu deinem Sinn, zu deinem Gefühl, zu deinem Empfinden, wird der Name. Okay? Dort ist dein Sinn, dein Gefühl, ein Endpunkt, ein Affe, der gebiert, eine Logik des Meeres, erste Ebene. Ein Affe gebiert, ein logisches System des Meeres und dieses Licht, ich könnte jetzt dann zu, wird, das heißt Sinn empfinden, wird dein Sinn und Empfinden. Und jetzt zu allem, Lacolle ist Gold, ne? Müsste irgendwie und zu allem, jeden, irgendein, allerhand. Gold ist ja das dann alles, das Ganze zu allem, zum Ganzen. Ist jetzt Dekoll, das heißt, du wirst alles, siehst du? Mhm. Wobei die Endung hier endgültig, vollkommen ist, Ende, Äußerst. Das ist dann die Mehrzahl oder was? Das ist immer die It-Form, wenn du hast, ist die Daf, Koli. Koli? Du wirst zu meinem Allen, Daf heißt ich habe, das ist immer die It-Endung. Es reicht, wenn du die Radix, Daf ist immer auch. Ich weiß manchmal gar nicht, was jetzt die genaue Radix von dem Wort ist. Gut, ich suche halt Präfix. Da muss man immer, die Grund ist immer dein, hing niemand wenn her. Und wie gesagt, da kannst du jetzt aber, Koll ist ja klar ersichtlich, oder Kolli heißt, Mai. Kli, kannst du doch da anbieten, schau. So? Ich ganz. Habe ich ja gesagt, mein alles. Ich ganz. Hast Gefäß, Kli. Das ist in der Kabbala das sogenannte Kli. Da gibt es zwei Kli. Die Klippot und die Kli. Kli ist einmal, da gibt es nämlich mit Kaff und mit Kopf. Kopf ist es, die Kli ist mit Kopf geschrieben, das sind die sogenannten Schatten, die Gefäße, das Negative. Mit Koll ist es, sind es die Gefäße, wo die immer zeigen in der Kabbalenlehre. Okay? Mhm. Okay. Klippot. Das heißt immer dies, dieser, jenes. Ich brauche nicht nach unten schauen, ich lese da oben. Naja, ist klar. Aber immer nicht so, wie jetzt Übersetzungen ist. Mir geht es jetzt hier das äußerste Gewand.
Eben, das ist der Stein der Finsternis. Affe. Affe, schau, da kannst du jetzt Folgendes machen. Affe ist ja die Finsternis, wenn wir rückwärts lesen. Können wir rückwärts lesen? 111 Gesamtwert, schau. Kann ich jetzt hier nicht. Und jetzt habe ich verkehrt geklickt. Das ist ja vielleicht eine doofe Maus. Das dürfte ich da am nie sagen, weil ich sage da zu meiner Frau Maus. Ne? Ja, die geht schon besser, die macht nur hier solche Faxen. Nein, ich sage, da darf ich das nicht sagen, weil ich sage zu meiner Frau Maus, da darf ich nicht sagen, das ist vielleicht eine doofe Maus, die wird mir die Zähne ausschlagen. Ich fühle sich auch strömen. Das ist eine Kampfsau, meine Frau, ich sage, das ist eine Ade. Oh nein, fange ich schwinden an. Ja, aber jeder kriegt das, was er verdient, oder wie? Genau so ist es. Genauso ist es. Ich beklaub mich nicht. Genau. Schau mal die Dunkelheit, wo die übersetzen. Schau her, die Finsternis des Todesschattens. Das ist wie die Zellen. Zellen ist das Schatten. Zellen. B-Zellen. Hat man doch schon mal gehabt, was heißt Zellen? Zell ist das Schatten. Les, der Schatten. Bild. Zell ist Schatten. Zellen. Im Ebenbild B-Zellen. Da steht Zellen. In der Schöpfungsgeschichte findest du dieses Wort Zellen, wo es heißt, Gott schuf den Menschen im Ebenbild. Blau. Da steht Zellen. B-Zellen. Haben wir doch die B-Zellen, Zwiebel gehabt, wo ich erklärt habe. Und da scheint die Schau des Todesschattens. Das ist dann immer wieder, das wird so hingebogen. Da steht nicht Todesschatten, heißt was ganz was anderes. Das ist komischerweise, was hier Todesschatten genannt wird, ist eben das Ebenbild Gottes. Dann doch wieder irgendwie richtig, aber Todesschatten klingt hier so Finsternis und Todes. Oh. Und dann irgendwie doch richtig. Und das ist bei vielen Standardwörtern. Wenn wir jetzt die 10 Gebote zum Beispiel nehmen, wir machen mal die 10 Gebote auf der 5er Seite. Ja, sind wir unter dieser Schatten steht? Oder auch aber wo stehen die 10 Gebote? Die stehen einmal, zweites Buch Mose, Kapitel 9. Das sind die 10 Gebote. Und wir schauen uns jetzt hier im 5. Buch Mose von 5 an. Ich weiß doch auch nicht, wie man verwitzt. Meinst du, ich brösel, weil du das wissen, wenn mir das jetzt nicht eingefallen wäre?